Das Erdparadies verdunkelt sich. Ist das das Ende der Welt? So wie wir sie kennen. Es sieht glatt danach aus. Wird Alona sterben? Seht nur, es geschieht überall in Alola. Kannst du nicht mal still sein, Cosmog? Du bist wirklich ein nerviges Pokémon, selbst wenn du in einem Käfig steckst. Ich bin nur an deiner Kraft interessiert, ansonsten bist du mir völlig egal. Ist dir das klar? Aber was ist, wie es aussieht, hat mir deine Kraft bereits gute Dienste geleistet. Inzwischen sollten sich viele wunderschöne Ultrabestien in Alola tummeln. Seht nur, auf Akala, auf Pony und auf Melemene sind auch welche. Hehe. Währenddessen auf Melemel in der Nähe der Mahalo-Bergfahrt. Hanna! Inselkönige. Okay, das konnte ich nicht lesen. Nanu, wenn. Was für eine seltsame Kreatur! Als Inselkönig tue ich meine Pflicht und biete dir Einhalt. Einhalt. Der Inselschutzpatron. Kaporiki, bist du hier, um uns zu beschützen? Oder suchst du nur nach einem irgendwas, Partner? Die übrigen Inselkönige machen sowas ähnliches. Ich kann so schnell nicht lesen. Überall finden solche Battles zwischen den Bestien und den Inselschützern statt. Hehe, meine wunderschöne Ultrabestie. Wormley, und der jetzt auch noch. Präsidentin, das Experiment war ein Erfolg. Also machen wir das, diese Pfeifen jetzt mit den Ultrabestien so richtig platt? Du sagst es. Wormley, sei doch so gut und bezwinge zunächst einmal diese Kinder zum Schweigen. Und bringe diese Kinder zum Schweigen, hieß das. Ich werde die Ultrabestien aufhalten. Null wird kurzen Prozess mit dir machen. In 0,0. Tali, du übernimmst Bromley. Schwangfürst, du stoppst die Präsidentin. Wenn wir scheitern, wird Alola von den Ultrabestien überrannt. Also strengt euch an. Schwangfürst, wir müssen Wölkchen retten. Was seid ihr doch alle für erbärmliche Kleingeister? Und wenn ihr so weitermacht, erstickt meine wunderschöne Ultrabestie ja noch. Nun, ich denke, dich sollten wir wohl als erstes zum Schweigen bringen, Zwergenfürst.
mich bringt hier niemand zum Schweigen. Also, komm her, komm. Versuch mich zum Schweigen zu bringen. Auf dich freue ich mich schon lange. Älterpräsidentin Samantha fordert sich heraus. Dich mache ich aber so richtig platt. Lia, die Vierte. Super, Team wieder geheilt. Volle Power. Das kriegen wir hin, wir sind gut trainiert. Naja, gut trainiert ist ist vielleicht der falsche Begriff, aber wir sind ein starkes Team. Wir schaffen das. Auch wenn Pixie eine sehr ulkige Attacke einsetzt. Ja, ruf dein Pokémon ruhig zurück. Ich rufe meine Pokémon nicht zurück. Die kämpfen bis zum Tod. Wir kämpfen hier bis zum Ende. Ich gebe niemals auf. So war ich Zwangfrost heiße. Egal wie schwer der Weg auch ist, ich gebe niemals auf. Ganz allein schnapp ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Auf geht's. John, Dark Lariat. Coole Augen, soll das ein Witz sein? So, mach's platt. Naja, gerade habe ich ein bisschen Angst, weil Dark Lariat versagt hat. Na, aber die andere Attacke hat's getan. Flammenwurf hat's erledigt. Ben erreicht Level 41. Milotic. Ja, damit. Oh, kennen wir von Cynthia aus. Pokémon. Diamant. Top 4. Champ. Der Top 4. Ist ein Wasser-Pokémon, ja. Das hätte ich euch sagen können. Das hätte ich gewusst. Dark Lariat. Ich denke, das ist auch effektiv gegen Wasser-Pokémon. Oder auch nicht. Ja, geht so. Auweia. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber unser Team besteht ja nicht aus Lea und John. Und wir haben ja auch noch Lucas. Mit seiner geballten Psycho-Energie. Schattenstoß. Okay, ja. Geil, Kostümspuk. Ist zwar jetzt vorüber, das ist nicht so toll. Aber ich setze die Setkraft ein. Ewige Nacht. Nein, nicht die Torwumpe. Nein. Es hat es ausgehalten. Ewige Nacht. Vielleicht könnte es was bringen. Denn wenn nicht, dann habe ich meine Setattacke für diesen Kampf verbraucht. Das wäre schlecht. Ewige Nacht. Und? Aha. Gibt effektivere Sachen. Und wieso habe ich keinen Tank eingesetzt? Das hätte ich jetzt tun können. Lucas wurde besiegt. Ja gut. Und der braucht Tränke. Und wenn er einen Pikachu hat. Los, Pikachu. Donnerschock. Du schaffst es. Statik von Ben wirkt. Paralysiert. Los, Pikachu. Pikachu, du bist geil. Du bist ein geiler Typ. Ben, du bist mein... Du bist mein Bro. Kämpfweiter 3 sind noch da. Jetzt bräuchte ich mal meinen Fugero.
Hals, wir haben noch irgendwo einen Topbeleber. Ja, hier haben wir einen Topbeleber. Zwei sogar. Topbeleber auf John. John hat sich wieder erholt. Wunderbar. Und wusste, dass wir den einmal gebrauchen können. Pikachu ist verwirrt. Was? Niemand verwirrt mein Pikachu, ungestraft. Los, Pikachu, Donnerschock. Oder auch nicht. Danke trotzdem, Pikachu. Los, John. Das ist ein Pflanzen-Pokémon, das kriegst du doch wohl hin. Mit Flammenwurf, locker. Ja, Blätterband gegen Feuer-Pokémon. Ist nicht dein Ernst, oder? So, abgeholt. Und zwei verbliebene. Robin erreicht Level 40. Traumagie. Okay. Ich lasse mich drauf ein. Das kenne ich. Das kenne ich aus den Voreditionen. Ich glaube, das war auch in Pokémon Platin schon drin. Versuch's mit Flammenwurf. Spukball. Habe ich schon gesehen. Beeindruckt mich nicht. Und? Boah. Gibt es was? Jubelkraft. Das hat mein Mauzi auch. Komm, Nitro-Ladung. Ich weiß, die Lage ist brenzlig, aber die Lage für sie ist noch brenzliger. Mit 1 KP habe ich überlebt. So. Pixie. Ach, das ist schon halb besiegt. Los geht's. Na, von halb besiegt kann keine Rede sein. Ein Trank. Ich setz Top-Trank ein. Zack. So. Das haben wir gleich. So. Ich glaube, der war nicht sehr effektiv dagegen. Müssen wir noch ein anderes Pokémon herbeiholen. Bis. So. Nicht sehr effektiv. Flammenwurf. Los, mach's alle. Oh. Hübsche Attacke. Weiß bloß nicht, was sie dir bringen soll. So, Nitro-Ladung. Volle Power. Bumm. Gut. Das sieht doch gut aus für das Team. Sieht gut aus für mich. Flammenwurf. Ja, fast. Verbrennung, das ist gut. Zerstört sich von selbst. Wir haben es gleich besiegt. Wir können praktisch gar nicht mehr verlieren. Nitro-Ladung. K.O.-Schlag. Zack. Samantha wurde besiegt. Das ist dein Ende, Samantha. John erreicht Level 49. Grimasse. Nöp, Grimasse wird nicht erlernt. Meine Pokémon machen keine Grimassen. Quasi zurecht, ein neues Level. Wie unverschämt du bist. Zwergfürst gewinnt 9840 Pokédollar. Und geht siegreich aus dem Endkampf gegen Samantha hervor. Warum gebe ich mich eigentlich mit euch ab? Ihr seid mir völlig egal. Alles, was ich brauche, ist meine wunderschöne Ultra-Bestie. Die verschwindet auch gerade. Oh nein, die Ultra-Pforte schließt sich. Bomne, zu mir. Sie werden die Ultra-Bestie mit dem Ultra-Ball fangen. Jawohl. Es gibt einen Ultraball. Ich kenne nur einen Meisterball. Okay, Samantha. Was mit Samantha? Mutter!
Samantha flimmert. Seht ihr das? Gormley flimmert auch. Weg sind sie. Wieso? Völkchen, geht es dir gut? Völkchen? Was hast du? Sein Aussehen hat sich geändert. Es rührt sich nicht mehr. Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir doch nichts tun. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind unverletzt. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin und Bromley sind durch die Ultrafotter verschwunden. Und Cosmog rührt sich nicht mehr. Wir können unsere Mutter nicht einfach in der Welt der Ultrabestien lassen. Egal, wie sich sie verhalten hat, sie ist und bleibt unsere Mutter. Wir können vielleicht in diese andere Welt gelangen, wenn wir das legendäre Pokémon von Alola auf unserer Seite hätten. Dass alle Leute so verehren. Aber ob es überhaupt real ist? Klar ist das. Schließlich sind die Ultrabestien ja auch real. Na also. Wir werden es schon finden. Keine Sorge. Wir finden das legendäre Pokémon sicher. Ja, alles wird gut. Zwergfürst Tali, ich danke euch beiden. Falls ihr euch alle vielleicht ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer, die sonst unseren Angestellten nutzen, für euch bereit gemacht. Okay. Prima, ich bin fix und fertig. Ich werde hier schlafen. Hier in Mutters Bett, so wie ich es getan habe, als ich noch klein war. Aber das wird heute Nacht das letzte Mal sein. Am nächsten Tag. Zwergfürst, Lilly wartet draußen auf dich. Okay. Ab zu Lilly. Die Sachen habe ich in Malia City gekauft. Was meinst du? Stehen sie mir? Ja, ich fand dich mit Hut besser, aber... Ja. Passt nicht wirklich so zu ihr, würde ich sagen, aber... ich will es eigentlich nicht sagen. Ich weiß nicht so wirklich. Also wirklich, Zwergfürst. Ich habe mir doch Mühe gegeben. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Völkchen retten und Mutter. Ich wäre gern wie du, Zwergfürst. Ich wäre gern stark genug, mich jeder Prüfung stellen zu können. Also habe ich mich zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein.
Das ist meine ganz eigene Interpretation der Selbstkraft. Fehlt nur noch eine passende Pose. Na dann, die Lilly-Selbstkraft. Hier steckt ihr also. Das habe ich im Ausstellungsraum gefunden. Das ist die Mondflöte. Ein altes Relikt aus der Alola-Region, das angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Anscheinend muss man sie im Schrein des Mondes spielen. Die Sonnenflöte und die Mondflöte. Erklingen beide zusammen, soll dadurch das legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Das besagen zumindest die alten Legenden. Sieht ganz so aus, als hätte Mutter vorgehabt, selbst das legendäre Pokémon ihrer Sammlung hinzuzufügen. Hier, nimm das. Du erhältst das Item Meisterball. Meisterball wurde in der Itemstasche verstaut. Mit dem Meisterball kannst du absolut jedes Pokémon fangen. Setz es bloß nicht auf einen starren Lilly ein. Ich vertraue darauf, dass du Lilly unterstützt. Das ist also das Mindeste, was ich tun kann. Und was hast du jetzt vor, Gladio? Achso, das ist Lilly. Und was hast du jetzt vor, Gladio? Ich werde im Ätherparadies wieder für Ordnung sorgen. Eigentlich wollte ich ja so weit weg von hier wie möglich, gemeinsam mit meinem Null. Aber jetzt hänge ich hier wohl erstmal fest. Zwergfürst! Wow, Zahnlilly! Ja, sagt natürlich, Tali spricht in der dritten Person mit sich selbst. Du siehst total anders aus. Bist du das wirklich? Ja, ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Selbstkraft. Prima, das passt ja total. Wie meinst du das? Na, weil ich auch beschlossen habe, ab sofort alles zu geben und natürlich härter zu trainieren. Ich meine, ständig greifen mir Zwergfürst und sein Team unter die Arme. Das geht nicht. Ich muss es schaffen, mein Pokémon auch ohne Unterstützung zu helfen. Sonst werde ich nie Inselkönig und zaubere niemandem ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe ja noch nicht mal Lolas Prüfung bestanden. Ich habe noch so viel aufzuholen. Es tut mir wirklich leid, dass ihr in unsere Familienangelegenheiten hineingezogen wurdet. Da sagst du was. Aber sowas erlebt man nicht alle Tage. Solange ihr in der Nähe seid, ist hier was los. Wenn das alles vorbei ist, haben wir tolle Geschichten zu erzählen. Wer weiß, vielleicht erwarten mich ja noch größere Abenteuer, wenn ich härter trainiere. Naja, unsere Mutter hat eben eine Fable für das Extravagante. Tali, ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich werde euch noch zur nächsten Insel nach Pony bringen. Ich warte bei der Anlegestelle auf euch. Ja! Also dann, Lilly. Ist heute unmöglich. Redet wieder in der dritten Person. Also dann, Zwergfürst, nehmen wir uns zusammen und zeigen allen, was wir wollen und was wir können. Ich muss hier ganz schnell raus. So, zurück geht's nach Akala, nein, auch nicht nach Ola Ola, sondern nach Pony, wenn mich nicht alles irrt, da steht noch Tali rum. So, zurück geht's zur Anlegestelle. Ja, auf dem Weg dorthin, sage ich schon mal, lasst ein Abo da. Wenn ihr neu auf der Kanalseite seid und ja keinen weiteren Part von Pokémon Sonne verpassen wollt,
Däumchen nach oben oder Däumchen nach unten. Hier zur Anlegestelle. Pokémon-Sonne wird immer heller. Ja, ihr habt euch wohl. Im nächsten Part geht's hier weiter. Richtung Pony, der nächsten Insel. Ja. Aus dem Äthergebäude sind wir raus. Bis dann und ciao. Ciao. Haut rein.